Hallo und willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Ja, wir hängen hier immer noch rum. Ja, Cowboy Dodo und seine drei Grazien stört's hier nicht, dass ich hier wieder eine ganze Woche rumgestanden habe. Janosch. Der gute alte Janosch. Jo. Wer hätte gedacht, dass ich mich jemals so freuen würde, ihn zu sehen? Ich sollte mich mal untersuchen lassen. Mhm. Solltest du machen. Wir brauchen immer noch hier irgendwas, um die Rohrpostleitung da aufzumachen. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Mhm. So, und wir haben ein Antragsformular für den Schraubenzieher. Allerdings brauchen wir ja so eine Rohrpostflasche, Dingsi, hast du nicht gesehen, um das überhaupt wegzuschicken. Toll. Vielleicht kann uns Janosch helfen. Er hat doch einen Schraubenzieher. Vielleicht können wir uns den leihen. Hey, Janosch. Hallo, Ruwusch. Ach, du ahnst es nicht. Ja, noch gleich der Plan. Bitte nicht. Wo sind denn die anderen? Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galev meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War es auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh Gott. Tausende Tode. Ja. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Nein, nicht wirklich. So, wie war gleich noch der Plan? Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. Ja, ja. The Cowboy Dodo. So, ja. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Der Popstar. Ja. Ich weiß ja auch nicht. Ja, leiste mir mal kurz deinen Schraubenzieher. Leist du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaschkatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Bitte? Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und echt dann jetzt? Ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Ja. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Ach, immer. So, haben wir einen Schraubenzieher, damit wir einen Schraubenzieher bestellen können. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Ja, mach mal. Oh, oh. Lässt sich das schwer biegen? Oh. Oh. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Yep, wollte gerade sagen, das sieht gefährlich aus. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Oh oh. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Ja. Was für Idioten. So, da können wir jetzt das Antragsformular reinstopfen. Rohrpost, ja. Ich weiß noch nicht, was wir mit unserer Zahnbürste machen sollen. Sehr wahrscheinlich irgend... Hey, warte mal! Was? Was sollte das eben, hä? Willst du dich ernsthaft mit mir anlegen? Auf Falls jeden. Du es noch nicht kapiert hast, das hier ist meine Show. Cowboy Dodo rettet die Welt. Und in Russland wird das Farbfernsehen eingeführt. Ich habe den Widerstand gegründet. Ich habe die Pläne des Organon aufgedeckt. Und ich werde auch derjenige sein, der die Welt rettet. Ha!
Ich wusste es. Dir geht es vor allem um dein Ego, nicht wahr? Meinem Ego geht es darum, die Welt zu retten. Ach ja? Und warum willst du dann nicht die Kurbel bedienen? Weil... Du solltest dich langsam mal entscheiden, warum du das hier machst, Kumpel. Willst du, dass die Welt gerettet wird? Dann los! Komm wieder rein und lass mich die Welt retten. Aber wenn du das Ganze nur machst, um wie ein Held dazustehen... Dann haben wir hier ein Problem. Ich habe nämlich ein gewisses Image, weißt du? Und ich lasse mir nicht von irgend so einem Hinterwäldler die Kruste von der Plörre pulen. Das werden wir ja sehen. Soll das eine Drohung sein? Schau dich doch mal an, du Hemd. Ich würde es locker mit zwei von deiner Sorte aufnehmen. Ach ja? Nun, das sollten wir einfach mal überprüfen. Warte hier, nicht weggehen. Ja, nicht weggehen. Und wo geht's denn hier? Kriechgang? Ja, allerdings haben wir jetzt dafür den falschen Auftrag, oder? Wo ist denn hier überhaupt nochmal? Ah, da ist der hohe Postschacht. Da rein. Zack. Ich hoffe, das kommt dann da auch wieder raus. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Ja, wunderbar. Donnerknispel. Das ist tatsächlich der Schraubenzieher, den ich mir bestellt habe. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Also bei dieser Pfuscherbande habe ich zum letzten Mal was bestellt. Wieso? Ist doch normal groß. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Okay. Ist ja wurscht. So, dann holen wir nochmal ein Antragsformular und dann müssen wir doch hier irgendwas... Terminal. Soweit so gut. Ja. Was werde ich denn mal beantragen? Die medizinische Dienstleistung. Hallo? Was ist denn das? Das Org funktioniert nicht. Ach, nein. War ja klar. Ja, okay. Das Irk fehlt. Toll. Und ich kann kein Irk bestellen, weil man fürs Irk bestellen ein Irk braucht. Und ich kann nicht mit den anderen Rufussen handeln. Das ist doof. Dann gehen wir mal hier zurück. Ach, wir sind hier immer noch bei Boso am Krankenbett. Da gehen wir mal wieder zurück und gucken, was wir hier irgendwie machen können. Auch wenn mir jetzt nicht so einfällt, was. Gehen wir nochmal runter. Gehen wir nochmal zum Widerstand. Was ist das? Ja. Okay, können wir? Männliche Aushilfskraft gesucht. Ja, okay. Nicht mitnehmen. Aha. Du suchst eine Aushilfe? Du kannst also lesen. Bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Ja. Schade, dass ich zu tun habe. Ja. Ich sagte ja auch Schmuck. Okay, jetzt haben wir ein Schild eingepackt. Wozu auch immer. Wir brauchen ein Irk. Okay, dann gehen wir mal hier zum Rebellenlager und quatschen die Leute dann nochmal an. Vielleicht haben die ja jetzt irgendwie was Neues. Da haben wir ja auch schon alles abmontiert. Was ist das? Irgendwas bewegt sich da hinten. Für normale Augen schwer zu erkennen. Es ist ein verschwommener Fleck, ohne Zweifel. Können wir das eventuell hier fokussieren? Fingerfokus. Hey, da bewegt sich doch was. Ist das nicht? Na klar, das ist doch Baby Boso. Was? In höchster Gefahr. Ich muss Barry davon erzählen. Okay, dann haben wir unser Motiv. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Okay. Na, dann quatschen wir mal hier. Hallo, ihr zwei Grazien. Die zweimal. Du schon wieder? Was willst du?
Ja, ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Ich brauche jemanden, der mich identifizieren kann. Du bist Rufus. Das weiß ich. Aber Liebold hat es offenbar vergessen. Also, kommt ihr mit zum Tor, damit er mich endlich ins Lager lässt? Später vielleicht. Wir haben gerade eine wichtige Mission zu erfüllen. Ihr lackiert euch gegenseitig die Fingernägel. Wir tätowieren uns das Squad-Emblem. Leider fehlt uns noch das passende Motiv. Wie wär's mit einem kleinen Pony? Oder niedliche, weiche Katzentapsen? Willst du damit sagen, dass wir nicht hart genug sind? Genau. Ich habe das vorgeschlagen, weil ich ein männlicher Macho bin. Und nicht, weil ich weiche Katzentapsen mögen würde. Wenn du die Härte meiner Faust testen willst, sag einfach Bescheid. Okay, ja, könnt ihr da trotzdem nicht einfach eine Pause machen und einfach ihm sagen, dass ich bin? Könnt ihr nicht mal kurz Pause machen, um mich am Tor zu identifizieren? Erst wenn wir ein passendes Motiv für unser Squad-Emblem gefunden haben. Unsere Squad-Leaderin sagt, das ist wichtig für den Teamgeist! Schon wieder Geistergeschichten, och nö. Teamgeist, Rufus. Weißt du etwa nicht was? Ach, vergiss es einfach. Ja, besser ist das. Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Außer Ponys und Katzentapsen? Ich habe eine Idee für euer Squad-Emblem. Na, dann lass mal hören. Oh ja, hübsches Blümchen. Wie wär's mit einem hübschen Blümchen? Blümchen? Was denn? Frauen mögen Blumen. Du findest das witzig, oder? Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir dein Nasenbein in die Ohren stopfe. Man kann es euch Frauen einfach nicht recht machen. Ein Einhorn. Wie wär's mit einem Einhorn? Ja! Private. Sagte ich ja? Ich meinte natürlich nein. Du hast es gehört. Aber wenn du kurz wartest, bis ich die Brechstange finde, verpasse ich dir gerne ein Horn. Okay, kein Einhorn. Ein Prinzessinnenkrönchen, ja wunderbar. Wie wär's mit einem Prinzessinnenkrönchen? Oh, das ist ja sowas von... Beleidigend, genau. Beleidigend. Und wie? Er wird bluten für diesen Affront. Ein Wischmob? Okay, alles Mögliche, aber Wischmob als Tattoo? Naja. Wie wär's mit einem Wischmob? Weil wir damit das Blut und die Eingeweide unserer Feinde aufwischen, nicht wahr? Nicht doch, Private. Er will uns nur beleidigen. Aber wenn er so weitermacht, wird er sich noch wünschen, einen Wischmob dabei zu haben. Mhm. Ja, für das Blut und die Eingeweide. Ich verstehe. Haifisch. Haifisch ist doch supi. Wie wär's mit einem Haifisch? Hm. Die Idee finde ich nicht schlecht. Meinst du nicht, dass ich mit einem Haifisch zu dick aussehen könnte? Das käme auf die Farbe an. Wie wär's mit... Altrosa! Aber dann passt er nicht mehr zu den Schuhen. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Altrosa! Mhm. Okay, dann brauchen wir ein Altrosa Hai. Naja. Habe ich zwar noch nie gesehen, aber wird es bestimmt irgendwo geben. Zur Not müssen wir ihn lackieren. So, ja, ich finde schon. Ihr findet schon was Passendes. Wenn dir noch etwas einfällt, behalte es für dich. Es sei denn, es ist wirklich gut. Hm. Jo, dem Boso, dem geht's nicht wirklich gut. Boso geht es nicht gut. Doch nicht schon wieder seine Milchallergie. Richte ihm aus, dass ich diesmal nicht die Haare halten werde. Ja, das macht echt keinen Spaß. Aber darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, er ist deprimiert. Wegen der Planetensprengung? Keine Ahnung. Er murmelt nur noch so stumpf vor sich hin. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Der neue General hat einen Plan. Ich habe auch einen Plan. Nun, dann nehme ich alles zurück. Er muss sich doch Sorgen machen. Ja, wer ist denn der neue General, bitteschön? Ja, dann will ich jetzt hier nicht länger stören. Dann will ich mal nicht länger stören. Oh, tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Okay, haben wir noch was? Wir könnten... Ja, das bringt ja nichts. Können wir mit Lotti reden? Hallo, ihr zwei Grazien. Nee. Du schon wieder? Was willst du? Ich hab gedacht... Dann, tu nicht so. Na gut. Ja, besser. Ja, ist ja gut. Ich dachte, dann könnten wir mit Lotti noch persönlich reden. Und ihr die Geschichte mit dem altrosa Hai irgendwie... Ob das auch ein ganz normaler Weißer tun würde. So, Redaktion. Wir wollen ja Barry da irgendwie was erzählen. Ding dong. So, Barry, ich habe da ein tolles Gute Motiv für Neuigkeiten. Dich. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt?
Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh je, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben einen Haken, wir haben Barry. Wir können auf den Träger klettern und irgendwas mit Baby Boso machen. Gut, schauen wir uns das erstmal hier an. Hier hängen die Bauarbeiter wahrscheinlich ihre Hüte auf. Mhm. Ich habe nur diese eine Chance, Baby Boso zu retten. Ich hoffe, er vermasselt es nicht. Mhm. Träger. Das wird einfach. Kinder lieben mich. Ja. Können wir noch... Pass ja gut auf! Ich gebe mir Mühe. Wenn ich doch nur schwindelfrei wäre. Oh Mann, Barry. Du bist echt so eine Nulpe. Okay, rauf auf den Träger. Ja. Haben wir jetzt hier irgendwas anderes? Nö. Okay. Halt. Können wir mit Baby Boso reden? Gucci, Gucci, Gu und so weiter. Hey, hey, hey! Okay, wir müssen irgendwas an den Haken irgendwas noch machen. Kann das sein? Mal Träger. Hey! Irgendwas fehlt. Ja, komm, dann fahren wir nochmal runter, bis mir vielleicht einfällt. Irgendwie war das noch nicht so heldenhaft. Wart's ab. Ich wollte erstmal die Lage checken. Genau. Ich wollte erstmal gucken, was da überhaupt geht. Und wäre ja einfach gewesen. Vielleicht müssen wir uns so einen Strick kaufen. Ja. Raus, rein. Besser als wenn ich da hier einmal manuell und raus und reingehe. Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Okay, können wir... Und? Haben... Ich guck noch... Okay, er guckt nur rum. Ach, wir haben hier einen Flyer. Moostherapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. In der kommenden Saison trägt man den Knoten offenbar wieder links. Mhm. Können wir den mitnehmen? Ah, wie ich sehe, interessieren Sie sich für unseren Flyer. Und wie? Ausgezeichnet. Sie finden darin alle wichtigen Informationen zu unseren Produkten. Auf der Rückseite ist sogar eine kleine Vorschau auf die kommende Wintermode. Wenn Sie anfällig für Winterdepressionen sind, sollten Sie lieber gleich zuschlagen. Gerade zwischen den Feiertagen sind viele Modelle vergriffen. Mhm. Was tun Sie denn da? Ich baue mir einen Papierflieger. Was denn sonst? Aber der gute Flyer. Ob er ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Wer ein guter Flyer ist, wird sich im Testflug zeigen. Moostherapeutische sich der kommenden Saison. Ja, ist ja gut. Können wir hier fliegen lassen? Nee. Ah! Ich wollte ihn fliegen lassen. Menno. Können wir hier irgendwas so. Hui. Irgendwie ins Dekolleté fliegen ich lassen? Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1,25 Lotti. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Okay, ja, du kriegst ja irgendwann da deine Aushilfe. Nein, weg damit. Könnten wir das hier als Tattoo-Vorlage nehmen?
mir nicht so ganz sicher. Aber ich denke mal, das erfahren wir dann eher in der nächsten Folge. Dann probiere ich dann nochmal da den komischen Streichel-Zoo-Tier-Abdruck irgendwie hier an die zwei zu verhökern. Da ich jetzt auch nicht weiß, wo wir hier irgendwie so einen altrosafarbenen Hai herbekommen. Also bis zum nächsten Mal.